meine Tonschuhhelden, hier zu der zweitbesten Sneakness-Show der Welt. Ja, wir haben wieder heute jede Menge krasse Schuhe dabei. Ich hoffe, für euch ist auch was dabei. Also, wir fangen jetzt gleich mal an. Viel Spaß. Spannung, dann fangen wir gleich mal an mit dem ersten Schuh. Und zwar ist es, ja, was heißt Schuh? Gestern bzw. vorgestern hat Nike bestätigt, oder sind die ersten Bilder aufgetaucht, dass am 26.03. zum Air Max Day einmal der Air Max One OG Red rauskommen soll, dann der Air Max One Atmos Elephant. Das wusstet ihr wahrscheinlich schon, das wurde schon letztes Jahr am Ende bzw. Anfang dieses Jahres schon, ja, was heißt geleakt, aber wurde halt, ja, rausgegeben oder ist bekannt geworden, dass Nike halt den Atmos Elephant am 26.03. re-releasen wird. Und dann gibt es auch ein Air Max 90 Infrared Flyknit. Finde ich auch eine gute Variante. Ja klar, Air Max 90 auch nicht so meins. Aber coole Sache halt mit Flyknit auf dem Infrared. Air Max 90, ganz cool. Und dann soll noch ein komplett, was heißt komplett, soll noch ein schwarzer Air Max One mit allen Klassikern von Nike raufkommen. Ja, der ist komplett schwarz und über der Midsole sind verschiedene Farbakzente drauf, zum Beispiel vom Chlorophyll, vom OG Red, vom Safari, vom Kid Robot, glaube ich, habe ich gesehen und, ja, also richtig cool. Und davon gibt es auch noch einen weißen, genau mit den genau denselben Farben, wenn ich richtig gesehen habe. Der soll aber nur Family and Friends sein, ja. Ich muss ehrlich sagen, den weißen finde ich besser als den schwarzen, aber man kann natürlich leider nicht alles haben, ne. Ja, der linke und der rechte Schuh, je nachdem, also jeweils sind da halt die Farbakzente drauf von den krassesten Nike Air Max Releasen, die es je gab. Ich muss ehrlich sagen, der Schuh ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sich ihn länger anguckt und die Story dahinter kennt, finde ich ihn richtig geil. Also am 26.03. könnt ihr euch schon mal eure Air Max langsam rauspacken und langsam ja, sauber machen, dass ihr dann zum 26.03. zum Air Max Day bereit seid. So, kommen wir zu einem weiteren Gerücht, was auch gar kein Gerücht mehr ist. Das ist eigentlich nur eine Vor-Release-Information von uns. Und zwar, ja, es ist jetzt der dritte bei der Adidas Konsortium Sneaker Exchange Tour Programm, wie man will. Auf jeden Fall mit KISS aus den USA und Naked aus Dänemark bzw. Kopenhagen. Ja, es ist der NMD C2, also CitySock 2. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich glaube, nicht ich glaube, ich weiß es. Adidas hat noch nicht mal die normalen GRs von den CitySock 2 rausgebracht und released. Und dann gibt es schon ein Collabo. Ist natürlich auch krass. Man kann natürlich auch mit einem Collabo anfangen und dann erst die General Releases sozusagen. Ne? Ja, kommt am 4. März. Zuerst bei KISS in den USA und halt bei Naked raus. Und dann eine Woche später ist dann Worldwide Release bei allen Konsortiumhändlern von Adidas bzw. alle die, die mitmachen bei der Konsortium bzw. Sneaker Exchange Tour. Und ja, also er hat keine äußeren Bausteine, er hat nur einen in und das ist hinten an der Hacke quasi sozusagen. Und es werden zwei Colorways kommen. Einmal so ein helleres Pink, ist so fast pastellfarben, den finde ich besser als den anderen. Der andere ist so ein bisschen dunkleres Beige, fast schon ins Braun gehen, ne? Ja, und dann, was doch auffällt, ist, dass der halt so drei Streifen, ich denke mal, drei Streifen wegen Adidas, schätze ich mal, ne? Wer weiß, vielleicht weiß das einmal besser. Auf den ganzen Shape vom Schuh sind halt die drei Streifen durchgezogen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es so gepasst hat, die Wortauswahl, die Wortlaute, aber wie auch immer. Das muss ich ehrlich sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gar kein Fan vom CitySock. Der einzige, der mir gefallen hat, war damals der Light Gray CitySock 1.0. Der war richtig geil, muss ich ehrlich sagen. Aber die 2.0er, die feiere ich nicht so. Genauso wie bei den NMD R2, die haben mir auch nicht so gefallen. Und das finde ich jetzt auch nicht so cool. Klar, krasse Colorways, die werden auch wahrscheinlich gehen. Natürlich, wenn man die kauft und am Fuß hat, dann gehen die so oder so. Nicht Spaß zur Seite, aber ich feiere die nicht. Macht euch selber ein Bild drüber. Wenn nicht, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch der neue CitySock 2 gefällt oder nicht. Ja, da sind wir schon am Ende von Sneakers. Ich hoffe, Sneak News, den Gerüchteteil natürlich. Wir wollen hier nichts unterschlagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, wie gesagt, lasst einen Daumen da, kommentiert das Video mit allen euren, was euch hier gefällt, für Schuhe gefällt beziehungsweise gefallen und ja, natürlich könnt ihr auch unseren Kanal kostenlos abonnieren und folgt uns auf unseren Social Media Seiten, meine Freunde. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Viel Spaß, bis dann. Ciao.